Jeden Tag erreichen uns zahlreiche Fragen zum Thema Covid. Wie sieht die Teststrategie aus? Wie viele Betten werden in den Krankenhäusern für Covid-Patienten vorgehalten? Was ist Contact Tracing, um nur einige zu nennen? Wir werden versuchen, in den nächsten Tagen und Wochen auch per Videobotschaft diese Fragen zu beantworten, sodass Sie rasch zu Ihren Antworten kommen und eben auch andere Leute von diesen Antworten profitieren, die sich oft selbst die gleichen Fragen stellen. Heute widmen wir uns dem Thema Fake News bzw. alternative Wahrheiten oder einfach gesagt Lügen zum Thema Covid. Es gibt zahlreiche Gerüchte, Mythen und Legenden, die sich um das Thema Corona ranken, schon seit dem Frühjahr ranken. Ein Gerücht hält sich hartnäckig, nämlich jenes in den Krankenhäusern soll den Angehörigen von erst jüngst verstorbenen Geld dafür geboten werden, dass die Todesursache Corona angegeben werden kann. Mit dem Geld sollen die Verwandten die Begräbnisse der Verstorbenen bezahlen. Wir haben die Sache recherchiert, wir haben das Thema auch im Expertenkoordinationsgremium erörtert, wir haben den Krankenhäusern nachgefragt und auch sonst noch einige Quellen angezapft. Das Gerücht ist haltlos. Es gibt kein Geld dafür und auch das Krankenhaus bekommt kein Geld, wie auch das Gericht weiter besagt. Dann gibt es auch ein hartnäckiges Gerücht schon seit dem Frühjahr, dass es flächendeckende Desinfektionen in Österreich und in Europa geben soll. Wir haben auch dieses Thema an die Expertinnen und Experten der Ministerien herangetragen und eben auch dort recherchiert, ob das wirklich möglich sei. Es wurde uns gesagt und mitgeteilt und rückgemeldet, dass solche Dinge nicht angedacht sind und auch technisch nicht umsetzbar wären und eben auch für die Eindämmung der Pandemie keine seriöse Antwort wäre. Weitere Gerüchte ereilen uns jeden Tag. Da geht es um Cluster in großen Firmen, in religiösen Gemeinschaften oder auch sonst in Bereichen, wo sehr viele Leute vor dem Lockdown zusammengekommen sind. Wir nehmen diese Gerüchte ernst, wir recherchieren, wir fragen nach, wir sind in engem Kontakt mit den Bezirksverwaltungsbehörden, die ja die Cluster eben aufdecken und eindämmen sollen und das auch machen. Die Rückmeldungen sind sehr oft so, dass es keine großen Cluster gibt. Es steigen die Zahlen in Kärnten, es steigen die Infektionszahlen in Österreich. Natürlich kommen mittlerweile fast überall Infektionen vor, aber nicht jede Infektion zieht dann gleich einen Cluster nach sich. Wir recherchieren genau, wir informieren uns auch bei den Bezirksverwaltungsbehörden und werden solche Informationen natürlich immer wieder gerne weitergeben. Sollten auch Sie Gerüchte haben und sich wünschen, dass wir sie aufklären, sie recherchieren, sie von fundierten Leuten beantworten lassen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir werden schauen, dass wir die Dinge, die Sie an uns herantragen, recherchieren und in einer der nächsten Videobotschaften dann veröffentlichen.